So, dann starten wir mal die Weinspontis. Ach, das schimmert so schön blau. Oh, sehr schönes Etikett. Daniel und Bianca Schmidt aus Rheinhessen. Müller-Thurgau. Ja, geht's. Heute geht's nach Rheinhessen und ihr habt es gerade schon gesehen. Weingut Schmidt, biologisches Weingut Schmidt, geführt von Daniel und Bianca. Und ja, die beiden machen seit 2012 gemeinsam Weine. Haben sich, glaube ich, in Geisenheim kennengelernt. Ja, und sind ziemlich Vorreiter. Also haben auch den ersten Riesling in der Amphore damals abgefüllt in Rheinhessen. Also sind da wirklich sehr modern unterwegs. Oder, na, modern in Anführungsstrichen. Eigentlich ist es ja eine althergebrachte weiße Wein zu machen. Und ja, ich bin da drüber gestolpert, weil ich mir einfach gedacht habe, ich möchte mal wieder was in der Naturweinschiene machen. Und da sind sie halt beide wirklich sehr aktiv und machen da eben auch ihre Weine biodynamisch, sind Demeter zertifiziert, was ja eigentlich wirklich nicht viele Weingüter in Deutschland sind. Ich habe mir jetzt erstmal hier einen Wein rausgesucht, Müller-Thurgau, 2019er Jahrgang. Die Weine liegen mehrere Tage auf der Hefe, auf der Bärenschale, werden da eben Maische vergoren. Ich glaube 50% werden hier auf der Maische vergoren, 50% werden vorher abgepresst und danach kommt der Wein ins 1200 Liter Holzfass. Ja, bin gespannt. Unfiltriert abgefüllt, nur minimaler Hefen, Schwefelzusatz. Ein Müller kommt schon sehr durch. Also der Müller ist hier sehr prägnant. Ist wirklich was komplett anderes. Also ein Müller, der nach Zitronengras, Zitronenabrieb schmeckt. Leichte grüne Teenoten. Ja. Limette. So ist, das sind so Aromen, die ich hier merke. Ein bisschen Grapefruit. Das ist schon komplett anders als jetzt ein, sage ich jetzt mal, standardisierter Müller-Thurgau. Also der ist sehr viel intensiver von Aromatik her. Spannend irgendwie. Ich finde ihn jetzt echt spannend. Hat es auch keine Fehlnoten oder sonst was. Also das ist einfach wirklich gekonnt. Also das ist jetzt wirklich, ja, auf den Punkt gebracht. Wenig Intervention des Winzers. Einfach ordentlich arbeiten. Nichts groß machen und einfach tun und kontrollieren, sage ich jetzt mal. Schöner Müller. Aber jenseits wirklich von allem, was man so als Müller bezeichnen würde hier. Also das ist wirklich komplett eine eigene Linie. Und das finde ich eigentlich spannend.
jetzt kommt noch so ein leichter Muskat-Touch im Nachhall. Also der Müller ist schon schön, aber komplett anders irgendwie, so ein bisschen frischer einfach. Also nicht so, auch nicht, also teilweise werden die Müller ja auch so ein bisschen sehr quietschig ausgebaut oder dann eben etwas ein bisschen dumpfer. Und der hier ist nichts von beiden. Gar nichts von beiden. Anders. Spannend. Auch mit einer guten Fließgeschwindigkeit. Also ich finde, jetzt machen wir was ganz anderes. Also, ich muss jetzt echt sagen, ich finde den spannend. Also, mein erster Eindruck war ein bisschen so verhalten, aber je mehr man sich damit auseinandersetzt, umso spannender wird er und umso schöner wird er auch. Also, das ist einfach, würde ich jetzt auch ein bisschen eher aufmachen, als ich den aufgemacht habe. Wisst ihr was, ich habe mich jetzt entschlossen, ich probiere nachher noch einen zweiten Wein von Ihnen, einen Silvaner. Den mache ich dann gleich noch auf, mache eine kurze Pause, dass er ein bisschen Luft bekommt. Aber eher sowas kühle Zitronen, Grapefruit, Aromatiken sind jetzt hier bei dem Müller. Weswegen ich den jetzt auch von der Küche her, da brauchst du so ein bisschen intensive Küche, also moderne Küche. Wo auch ein bisschen so mit vielleicht krassen Gewürzen, scharfen Gewürzen, intensiven Gewürzen, wo man einfach so ein bisschen Mut hat, einfach zu würzen, da würde ich den einsetzen. Da ist der, das ist auch spannend und ich könnte mir einfach vorstellen, dass der hier einfach auch sehr harmoniert. Und das zeigt sich einfach auch so ein bisschen, finde ich, auf der einen Seite die Küche, die so ein bisschen spannend, mutig ist, wo man einfach so den Weg geht, zack. Auf der anderen Seite auch der Wein, der extrem mutig ist. Oder besser gesagt, die Winzer, die ja extrem mutig sind, so einen Wein zu machen. Und ich finde den schon spannend. Ich finde den richtig gut. Und da würde ich jetzt auch, preislich sind wir ja bei 15 Euro, da würde ich jetzt schon in die 40er gehen. Der kommt immer mehr. Der kommt immer mehr. Richtig toller Müller-Thurgau. Zeigt, das kann man aus Müller machen. Und ich gebe jetzt hier 41 Punkte. Ist schön. Toller Wein. Anders, aber toll. Von dem her. Ja, Ralf, ich übergebe an dich und mal schauen, was du noch so uns kredenzt. Ich melde mich gleich, wie gesagt, mit dem Silvaner wieder. Ja, danke für die Überleitung, Burkhard. Ich habe im Keller einen Wein gefunden. Da haben wir ein WhatsApp gemacht letztens. Und zwar waren wir beim Bernd Hofmann. Sein Weingut ist in Ipsheim, Mittelfranken. Also für das Gebiet setzt sich immer mehr die Bezeichnung durch Südfranken. Ist in den Weinführern, weiß Gott, kein Unbekannter mehr. Ja. Und im letzten Jahr hat er mit einem Cabernet Sauvignon auch bei Best of Gold den ersten Platz gemacht. Ich habe jetzt heute hier einen Spätburgunder von ihm, und zwar aus der Lage Rosenberg. Das ist in Bad Windsheim, also Bad Windsheimer Rosenberg.
Bad Windsheim, ziemlich in der Nähe von Rothenburg. Uralter Weinort. Das Gebiet war eigentlich jahrzehntelang so ein bisschen weinbautechnisch im Dornröschenschlaf. Und jetzt kommt es eigentlich da sehr gut in Fahrt. Ja, also in dem Bereich sind einige gute Winzer und vorne mit dabei ist halt der Bernd. Und das ist also ein Spätburgunder 2019. Ist, glaube ich, jetzt erst in den Verkauf gekommen. Maische vergoren. Barrique. Neues Barrique. Ich glaube sogar 18 Monate. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es sind alte Reben. Also ich habe den damals bei dem WhatsApp probieren dürfen und war dann schon überrascht. Der hier hat jetzt richtig Luft bekommen. In der Nase, also richtig schöne Spätburgundernase. Wir sind hier im Steigerwald, ja, das heißt Keuper. Und also Pinot mag Keuper, da bin ich mir sicher. Der Keuper ist da, der ist da. Und Wein hat in der Nase schon eine schöne mineralische Note, aber hat auch Frucht. Und dem Bernd kommt es darauf an, dass seine Weine eben auch Frucht haben, nicht nur Mineralik. Und in der Nase, da haben wir schon, also ich finde die Zwetschge, ja, etwas Kirsche, aber Zwetschge. Wir haben ein bisschen Tabak. Der ist ja ganz jung, der Wein, der ist absolut jung. Wein ist komplett durchgegoren. Ja? Also ich mag keine süßen Spätburgunder oder wenn die zu viel Restsüße haben. Der ist komplett durchgegoren. Sehr fränkisch. Im Geschmack die Zwetschge. Der Tabak. Hat jetzt noch sehr viel, also für einen Spätburgunder hat er gescheit Gerbstoff, ist auch noch total jung. Löst jetzt, glaube ich, den 18er im Verkauf ab und also da sind wir über das Traditionsniveau ziemlich hinaus. Da kommen jetzt auch noch ganz andere Sachen. Wein ist schön mehrdimensional. Also der beschäftigt euch den Abend drüber, hat Trinkfluss. Ein bisschen schwarzen Pfeffer. Allgemein ein paar. Bisschen Wacholder, leichte Kräuternoten, geht also durch die 40 Punkte durch, ich würde sagen 42,
Also die meisten Weine vom Bernd sind, glaube ich, Landweine. Der hier nicht. Ist also deutscher Qualitätswein. Weil hier eben auch die Lage angegeben ist. Also ich habe mir davon ein paar Flaschen in den Keller gelegt. So in 4-5 Jahren. Dann wird er nochmal probiert. Aber verspricht einiges. Ja. Spätburgunder aus Südfranken. Südfranken. Ja, dann gebe ich zurück nach Würzburg. Was hast du Schönes im Glas, Burkhard? Bis dann. Ja, und wie versprochen, den Silvaner probieren wir jetzt auch. Da ist er. Zelt Silvaner von Daniel und Bianca Schmidt. Auf geht's. Ja, wie versprochen, Silvaner, Zelt 2018. Übrigens, beide Weine haben nur 11,5 Alkohol. Uiuiui, ist das eine Farbe. Also auch hier, sehr geiles Etikett übrigens. Also richtig cool, das gefällt mir. Ja, das Trockenmauern irgendwie. Das ist der, ich kann mir vorstellen, das ist der Weinberg und hier ist ja so der Weinbergsweg in die Weite. Schön. Auch hier wieder lange Maischestandzeit von den Trauben. Auch wieder alles Handarbeit. Ja, Spontangärung ist ja sowieso bei biodynamisch vorgeschrieben, dass man auch spontan gärt. Und dann eben auch wieder langes Hefelager, lange Zeit, die der Wein eben haben kann. Und dann eben ohne Filtration abgefüllt, minimal Schwefeleinsatz wieder hier. Und ja, bin einfach mal gespannt. Das ist mal eine Farbe, oder? Das ist geil. Das ist schon orange. Oh. Mhm. Okay. Also, ihr werdet so überrascht sein, ich trinke bei so einem Wein immer ein bisschen eher, damit ich mich persönlich ein bisschen mehr drauf einstellen kann. Also ich habe jetzt so einen gewissen Geschmack schon im Mund. Und der ist eigentlich ziemlich gut. Also von der Nase her weniger Zitronenaromatik, auch so was, ein bisschen was Teiges, ein bisschen was Mate-mäßiges. Hat auch eher was ja, eher so florale Noten, finde ich. Eher ein bisschen was auch Vegetatives, so eher so. Nennen sie mal so gern getrocknete Tomate, finde ich jetzt hier auch ein bisschen. Ja, es ist ein spannender Wein, also wirklich. Das ist nicht so ein Schnellläufer, den man so ganz schnell bespricht. Also das ist hier einfach so, man hat einen Wein hier in der Form, wie man eigentlich selten hat.
merkt man auch, dass der nicht filtriert ist, also auf den Zähnen. Da setzt sich so ein bisschen was ab. Ist auch nicht schlimm. Also ich würde den hier jetzt wirklich eher in die Orange-Schiene stellen, eigentlich den Müller-Togger auch. Also das sind eigentlich beides Oranges. Und deswegen muss man da auch ganz anders ansetzen jetzt. Also ich finde die sehr spannend, aber es sind keine alltäglichen Weine. Also ich würde beide auch wirklich als absolute Speisenbegleiter sehen. Also hatte ich ja beim Müller-Togger schon gesagt, ich würde die bei absolut mutig gewürzter Küche einfach gut gern einsetzen. Also jetzt nicht zum Schweinebraten oder so, aber da muss wirklich ein bisschen was Filigranes auch da sein oder eben wirklich der Mut zum Würzen. Und dann finde ich die sehr spannend als Speisebegleiter. Also das würde ich auf jeden Fall sagen. Ja, jetzt kommt auch ein bisschen was Lemon-mäßiges, so Zitronenabrieb. Aber ich finde ihn spannend. Ich finde ihn aber, ich muss ehrlich fast sagen, ich fand den Müller noch eine Spur spannender jetzt als eher den Silvaner. Weil es halt noch. Würde ich gar nicht jetzt so sagen. Der kommt jetzt immer mehr im Glas. Sehr frisch, trocken, Säure ist da, ist aber sehr moderat. Ja, ich finde ihn gut, finde ihn echt gut. Ist aber so ein Wein, da braucht ihr einen Abend. Da braucht ihr einfach einen Abend, um dem die Zeit zu geben und einfach zu schauen, wie der sich entwickelt. Ich sehe den jetzt auch so im Anfang 40er Bereich. Auch 41 Punkte würde ich dem geben. Ich würde den nicht schlechter sehen als den Müller, aber auch nicht besser. Ich sehe die ungefähr auf einer Linie. Sind halt anders von der Stilistik her. Ja, jetzt kommt da schon so eine etwas kräftigere Säure auch dabei. Was spannend ist bei beiden Weinen, vom Holz her ist es sehr moderat. Also wirklich, man merkt, dass es einfach großes Holz ist. Da hat man jetzt nicht irgendwie einen Barrique-Touch oder so. Das ist einfach schön. Und ich finde, die sind einfach anders. Also ist jetzt für mich auch so eine Herausforderung, so ein Wein heute, weil das ist halt mit nichts, was man jetzt so probiert hat, jetzt so vergleichbar. Diese Kategorien, die man normalerweise so im Hinterkopf hat, die sind hier nicht greifbar. Also hier ist was komplett Eigenständiges und das ist eigentlich auch die spannende Sache. Und das finde ich, muss man auch unterstützen. Und wenn einem sowas schmeckt, wenn man auch so ein Faible für solche Weine hat, dann sollte man auf jeden Fall mal was von den beiden probieren. Also ist schon eine spannende Sache, was man hier so auf die Flasche gebracht hat. Und ich möchte da durchaus gerne noch einige Sachen probieren. Wäre auch mal interessant, da
mit den beiden mal zu reden, weil ich muss echt sagen, ja, das ist schon gekonnt hier und das finde ich eigentlich spannend. Kommt immer mehr. Nee, die sind beide sehr straight, sehr auf den Punkt gebracht. Kein Shishi oder so. Saubere Weine, saubere Oranges haben wir hier. Ja, ist gut. Von dem her. Ralf, du hast mit, glaube ich, jetzt kein Orange im Glas. Mal schauen, was du noch so hast. Aber ich muss sagen, hier der Silvaner, der hat mich auch überzeugt. Ich fand den Müller, aber das war heute mein Favorite von beiden, muss ich jetzt echt sagen. Aber beide sehr gut. Beide sehr gut. Von dem her, bis dahin, bleibt uns treu, bleibt uns gewogen. Wir sehen uns bei den nächsten Flaschen Wein. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao. Ja, danke. Da bin ich nochmal. Ich habe mich jetzt nochmal für einen Wein von Bernd Hofmann entschieden. Und zwar Burg Honegg Chardonnay. Das ist jetzt der 2021er. Ist auch wieder der S. Ja. Also ich glaube, er begründet es immer mit S-Klasse und so. Also wir sind hier schon im Premium-Segment drin. Ja, Burg Honegg, die ist, wenn ihr in Ipsheim seid, seht ihr die gleich. Und unter der Burg hat er diesen Weinberg, ich glaube, gepachtet hat er ihn oder gekauft. Auf jeden Fall, Moment. Alte Chardonnay-Reben, sowas gibt es in Mittelfranken. Ja? Und ich glaube, im Interview hat er das Alter angegeben, also die sind wirklich nicht jung. Und der Wein hier, teilweise Stahl, teilweise, ich glaube, 500 Liter Fass. Schauen wir mal, was der kann. Also im Moment hat man so den Eindruck, neben Silvaner wird immer mehr der Chardonnay in Stellung gebracht in Franken. Also angefangen hat es mit dem Sauvignon Blanc, jetzt kommt Chardonnay. Ich glaube, fast jedes Weingut, mit dem du sprichst, pflanzt gerade Chardonnay oder hat schon gepflanzt oder schaut, dass es da Weinberge bekommt. Hintergrund ist sicher der, zum einen passt Chardonnay extremst gut nach Franken. Also wir haben sehr kalkhaltige Böden und wenn man sich das Ursprungsgebiet vom Chardonnay anschaut, also das Burgund, Chablis, Kalk, wie er im Buche steht, auch in den anderen Bereichen im Burgund und klimatisch dürften wir uns dem Burgund annähern in den nächsten Jahren. Von daher ist Chardonnay, denke ich, auch einer der großen Winner in der Zukunft in Franken und wird zum Rebportfolio von allen erfolgreichen Weingütern gehören. Und jetzt schauen wir mal, wie der von Bernd ist. Nase Chardonnay. Also ihr habt schon den Kalk in der Nase, ja? Vom weiteren Geruch her. Kräutrige Aromen.
schöne Salzigkeit. Also wirklich sehr schöne Mineralität. Das Holz extremst gut eingebunden. Du merkst, dass er im Holz war, aber er hat jetzt nicht so einen Holzton oder sowas. Also da bin ich nicht so der Fan von. Sehr schön eingebunden, auch diese Spielerei, Hälfte im Edelstahl ausgebaut, Hälfte im 500 Liter Fass. Ich finde, das ist eine gute Kombination, habe ich in Frankreich auch oft gesehen, dass man die nutzt. Ist ein sehr, sehr frischer Wein, überhaupt nicht fett, er ist sehr elegant. Hat aber eine fruchtige Komponente. Ein bisschen Birne. Geschmack. Bisschen Eisenkraut. Ja, Eisenkraut kommt hin. Also, Zitronenverbene. Wie gesagt, die Birne ist da. So leichte, leichte Zitrusaromen. Ganz leichte Exotik. Schöne Säure. Also der Wein. Der macht Lust aufs zweite, dritte Glas. Alkoholmäßig, schauen wir mal, ist er glaube ich auch nicht so. Ja, 12,5, sehr angenehm. Sehr, sehr angenehm. Erinnert, na? Es ist ein eigener Stil, ja. Es geht mehr. Es geht ein bisschen in die österreichische Richtung. Ja, also Franken schmeckt man raus. Und hat keine Restsüße. Ist also wirklich pfurztrocken. Schön, sehr schön. Toller Wein zum Fisch, zur gehobenen Küche. Schwierig. Die 40, die hat er leicht geschafft. Okay, ja, dann bis zum nächsten Mal. Probiert ruhig mal fränkische Chardonnays. Ich finde es klasse. Also hier ist nicht der Fehler gemacht worden, dass man sagt, auch wir können Chardonnay auf internationalem Niveau produzieren, sondern es sind schon das Terroir kommt gut durch. Ja. Und ich glaube, das ist eigentlich langfristig das, was man trinken möchte. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und schaut's Werner Wiener. Bis zum nächsten Mal. Ade.